Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. So, Harvest. Die hier. Kling, kling. Harvest. Dauert 30 Minuten. Moment, war es die richtige? Ja, war die richtige. Okay. Oh, doch Gott. So, hier diese Hähnchen, die müssen wir verarbeiten. Dann haben wir hier Munition, habe ich gesehen. Was ist das? Hunting Rifle. Wo hab ich denn die her? Revolver Ammo? Ach ja. Ja, schwierig. Ne, den Revolver. Pass auf. Die Revolver Ammo kommt wieder zurück. Da haben wir ja jetzt tatsächlich auch ein bisschen was verbraucht. So, dann Schrotflintenmunition kommt hier hin. Die Pfeile tue ich halt notgedrungen da rein. Den hier, der kommt wieder auf die 3. Läuft die Aufnahme? Das läuft gerade so flüssig. Warum läuft das gerade so flüssig? Seltsam. Hä, das läuft. Die Aufnahme läuft. Was zur... Warum? Hä? Und die Aufnahme läuft doch, oder? Hä? In OBS? Meine komische Anzeige läuft extrem schnell. Hallo, hallo? Ich bewege mich schnell. Spiel läuft extrem schnell. Viel mehr FPS. Und meine Grafikkarte braucht nur 75% im Moment. Also entweder ist die Folge hier verhunzt. Nimmt der gar nicht auf? Doch, der nimmt auf. Moment, ich muss mal ganz kurz was checken. Ja, wird, da zeigt eh nur 0 Bytes an. Schade. Das ist höchst merkwürdig gerade. Na, egal. Wenn es dann halt so ist, dann ist halt eine Folge versaut. Was soll's. Ja, mache ich mir jetzt auch kein Hehl mehr. So, die brauchen wir noch, ne? Aiming Laser. Wofür ist der? Kann man mit dem... Den kann man nicht dingsen. Ist der vielleicht für den Truck? Naja, wenn wir ihn brauchen, dann wissen wir ja, dass er hier oben drin ist. So, Schrotflintenmunition für die Double Barrel Shotgun, die jetzt ziemlich leise geworden ist. Warum ist jetzt die CPU auf einmal so viel schneller? Was hat das Spiel gemacht? Hat es gerade einen Klotz irgendwo durchgespült? Durch eine Ader oder? Oh, warum liegt hier ein Hardstick? Oh, Moment, was habe ich hier gesehen? Autsch. Schmerzhafte Knie habe ich hier gerade gesehen. Ich muss diese Double Barrel Shotgun mal ausprobieren. Sorry, aber ich muss mal einen Schuss abgeben. Ich will wissen, ob die jetzt wirklich ganz leise ist. Oder ob die... Was das... Ob das nicht viel bringt. Ich könnte eigentlich kurz zu den Zombies rüber. Da ist der Bär. Aber da kommt dann bestimmt Nebel und dann kann ich nicht mehr rennen. Ich will lieber ein Hühnchen, komm. Ich baller auf ein Hühnchen. Wir brauchen das Fett.
Da ist der Bär da hinten. Ja, jetzt gibt's natürlich keinen Huhn, ist ja klar. Jetzt, wenn ich diesen massiven Püsterich hier am Start habe. Ist da irgendwas, das kaputt geht? Ich laufe mal hier durch, vielleicht werde ich nicht nass. Ich dachte, ich hätte hier gerade was gesehen. Mann, ich will halt jetzt echt mal auf was schießen. Aber ich habe Angst, dass Nebel kommt. Ich speichere einfach mal kurz. Ich probiere das jetzt aus. Sonst ist alles so langweilig hier. Hallo. Hallo. Kollege. Oh, wow. Ist immer noch genauso laut. Ist halt immer noch genauso laut, ne? Wenn nicht sogar lauter. Oh, schön. Ist ja nicht so, als wären wir hier nicht schon mal drin gewesen. Aber irgendwie ist hier trotzdem nochmal Loot. Also die ist kein Stück leiser jetzt. Die ist immer noch ganz genauso laut. Ah, hier werde ich gar nicht nass, okay. Die ist immer noch ganz genauso laut. Sehr merkwürdig. Ich dachte, die wäre jetzt leiser. Ist sie nicht. Naja, gut. So, wie sieht's aus hier mit meiner Schmelzung? Oh. Kein Platz. Ja, da haben wir ja auch noch was zu erledigen, ne? Moment, ich leg hier mal kurz das da ab. Wo habe ich denn das Zeug jetzt her? Das ist noch gut, ne? So, bitte einmal zu mir. Dankeschön. Dann Gear. Brauche ich die anderen doch nochmal. Ich nehme mal das Ding aus der Hand. Na, eh ins Falsche reingetan, ne? So, das nehme ich an mich. Gear. So, wir brauchen noch 3 Stück. Rachel, mach das mal bitte. Die Zombies stören dich ja im Normalfall nicht, ne?
Rachel? Ach, da kommt sie her. Da kommt sie angewackelt. Sehr gut. Da ist ein Blatt. So, ich mach mal hier zu, ne? Also, schon komisch. So. Okay, also wir haben den Langbogen, dann haben wir diese Double Barrel Shotgun. Und die dazu passende Munition. Dann haben wir hier noch Munition. Die kommt... Ich habe keine Ahnung, wo die herkam jetzt. Dann haben wir hier die Knarre. Die zerlegen wir gleich. Da haben wir schon eine. Harvest. So. Einmal harvesten. 15 Minuten. Ich muss gucken, dass mir mein Zeug hier nicht vergammelt. So, dann haben wir das Zeug, das Zeug, das Zeug. Das kommt alles runter. Ich habe etwas Durst. Kein Problem. Das kommt da rein. Dann saufen wir mal das hier. Damit es weg ist. Einfach nur, damit es weg ist. Ich werde das Zeug hier nicht ewig lagern. So, dann haben wir hier rohe Kartoffeln. Die vergammeln auch noch. Das Zeug ist auch noch ja, hier am Rumgammeln. Dann diese hier. Dann essen wir mal den Schokoriegel. Dann haben wir Medizin, die muss nach oben. Warum habe ich so ein komisches Zeug hier? Warum habe ich denn so ein Zeug hier? So, du, zu dir komme ich gleich. Und wieso läuft das auf einmal so flüssig? Was ist da los? Das ist seltsam. Das tut es sonst nicht. Warum tut es das jetzt? Die zwei waren. Konnten wir nicht 14... Hallo? Ich glaube, ich lasse hier mal offen. Vielleicht stört sie das, dass wir zumachen? Rachel, mach doch mal. Echt? Haben wir hier einen Stein gehabt? Nein. Federn. So, Federn kriegen wir gleich sehr, sehr viele. Hier, Blätter. Das ist Holz, das kommt darüber. Dann haben wir hier... Das ist roh. Das kommt hier hin. Wie sieht es mit dem Ding aus? Ist noch nicht ganz... Bleistifte für die Bleistifte-Sammlung. Dann haben wir das da. Dann hier dieses dämliche Holz. Halt. Und die ist auch schon wieder fertig, die Destille. Dann einen Regenmantel. Tun wir hier rein. So, und dann haben wir hier ein paar Hühnchen zu zerlegen. Ein paar Hühnchen zu rupfen. Medikamente. Und ein paar Lappen. Und das ganze andere Zeug haben wir alles noch nicht aufgeräumt. Junge, Junge. Hier, diese Helme. Moment. Die kann ich jetzt auch mal... Hier zum Beispiel. Zu den Mützen. Was ist mit Rachel? Macht die da jetzt oder... Jetzt macht sie tatsächlich. Ja, jetzt wird es dann bald dunkel, ne? Ich mach dann zu. Kann ich das Gear, kann ich nicht da schon mal reintun, oder? Das
46, 47, kapier ich nicht. Ich tue es mal hier hin. So. Messerchen ist alles da. Hier können wir jetzt mal anfangen mit zerlegen. Hunger und Durst haben wir. Rachel macht das da draußen schon noch. Wie sieht's aus? Macht die weiter auch, wenn wir hier zumachen? Vorhin hat sie aufgehört. Ich esse mal eins. Ein Dingens hier vom Drying Rack. Nicht, dass jetzt Nebel kommt. Wie lange braucht sie denn noch? Eine Stunde 46. Ja, komm, weißt du was? Ich mach zu. Ich weiß nicht, ob die jetzt weitermacht. Ja, doch, anscheinend schon. Dann esse ich hier noch ein bisschen was. Und dann trinke ich noch ein bisschen was. Und dann werden wir nämlich hier die Nacht über Hähnchen verklopfen. Hunger ist gut. Trinken wir. Mach ich gleich mal mit. So. Okay, wird dunkel. Machen wir uns Licht. Rachel, wie sieht's? Brauchst noch ein bisschen, ne? Eins hast du fertig. Naja, gut, dann. Du weißt ja, wo es reingeht, ne? So, aber dann mache ich das Ding nochmal aus, denn zum Zerlegen brauchen wir eigentlich wirklich kein Licht. Der hat weniger, dann mache ich den zuerst. So, Fleisch und Fett. Und das und das. Butcher. 4 Stunden. Ja, jetzt haben wir Nebel. Jetzt haben wir keinen Nebel mehr. Komische Geräusche. Gut, die drei sind fertig. Sie ist weg. Da kommt ein Zombie. Wir machen wieder zu. Du lässt das sein, ja? Also war es zuerst Nacht und dann kam der Nebel. Hm. Ich glaube, die Zombies haben sie gefressen. So, das Fett packen wir gleich hier rein. Sind genau 4 Stück, das ist wunderbar. Dann machen wir hier mal das Feuerchen an. Denn dann haben wir ein bisschen Licht. Und die hier, die packe ich hier rein. Moment, habe ich da noch Platz für Gedärme? War das hier? Nein. Hier war das, ne? Die hier sind schon trocken. Machen wir mal so. Und hängen die hier wieder hin. So, dann das Zahnrad. Kommt hier dazu, dann ist es weg.
dann haben wir hier Leder. Das hier ist immer noch nicht fertig getrocknet. Ich frage mich ja, wo die Rachel ist. So, Hungerdurst geht noch. Hier nehmen wir mal das Ding. Klopfen wir da noch aus. Entschuldigung. So, dann haben wir noch die netten Beine. Nein, hier ist nichts mehr. Ja, das war's schon. Okay. Weißt du was? Die schmeiße ich hier mal eben drauf. Die hier sind roh. Da haben wir doch hier noch Platz, oder? Zwei Stück können wir da drauf hauen. So. Da haben wir auch noch. Komm, schmeißen wir die da auch noch drauf. Was hat's? Grillen wir das Zeug mal durch. Ist ja egal, wir können es ja auch gegrillt noch, noch salzen. Ja, die Hähnchen sind nicht mehr ganz so topfrisch. Also mich würde ja schon interessieren, wo sie ist. Mal her teleportieren. Wo ist sie? Ist sie oben? Naja, keine Ahnung. So, wie sieht sie aus? Medium. Medium ist auch okay. So, dann sind wir hier wieder auf der Höhe. Durst haben wir noch. So, die sind gut. Aber mir geht es ja auch in erster Linie hier ums Fett. Das ist auch schon fertig. 1,5. Sehr gut, dann tun wir das Fleisch, tun wir mal hier rein. Das ist kacke mit dem Medium. Komm, weißt du was? Ich brate die alle durch. Und die Kartoffeln auch. Wenn wir gerade schon das Feuer hier anhaben. So, 1,5. Und die kippen wir hier rein. Drei Minuten. Dann haben wir da eine Leere. Zack. Huch, ach, da ist sie ja. Hi. Na? Alles klar. Oh. Verbrannte Kartoffel. Hallo? Könnt ihr das mal lassen? Hier dagegen zu klopfen? So, das geht ja, glaube ich, relativ schnell mit diesen Kartoffeln hier. Die sind gut. Medium. Well done. Und well done. Sehr gut. So, schmeißen wir das Zeug hier rein. Hungerdurst sieht gut aus. Es ist schon relativ spät, ist mir egal. Wir zerlegen L-Hühnchen. Dauert über eine Stunde.
fett. Die Hähnchenkeulen, die kann man ja leider nicht nicht dingsig machen. Der Blödsack hat unsere Dinger hier kaputt gemacht. Unseren Wasserspender. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich muss mal rausgehen und dem mal die Leviten lesen. Ach Mist. Verdammt. Komm ich hier durch? Kann ich hier nicht irgendwie hochhüpfen? Verdammt. Moment, ich muss mal was probieren. Mistviecher, verdammte. So. Ah. Ich hasse es. Igitt. Kacke. Rachel. Mann, du machst auch gar nichts. So, wie sieht's hier aus? Alles verbrannt bestimmt, ne? Feuer ist aus. Das Ding ist verbrannt. Okay, 1 Uhr nachts. Ja, egal, scheiß drauf. Wir gehen schlafen. Ziemliche Nullrunde gewesen. Hungerdurst geht noch. 5 Stunden. So, und ich würde sagen, wir machen erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Mist Survival. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.